Hallo und herzlich willkommen. Wie versprochen, hier sind wir schon mit der Episode 3 meines Lebenstraumverwirklichungstagebuches, wo es, wie gesagt, darum geht, wozu der Moment geführt hat. Und das hat ganz viel damit zu tun. Und vor allen Dingen für Musiker ist das sehr interessant, aber auch für alle anderen. Ihr dürft gespannt sein. Ich habe hier einen wunderschönen Platz draußen gefunden in der Natur. Ja, hier ist zwar das Verkehr, aber es ist eine wundervolle Aussicht. Die blende ich euch gleich mal ein. Ja, einfach klasse hier. Und jetzt finde ich das super cool, weil ich habe euch ja schon von diesem Lied erzählt, von diesem Künstler. Lebe den Moment, lass die Zweifel ruhen. Es ist nie zu spät, das Richtige zu tun. Ja, und wenn man auf sein Herz hört, dann gibt es, wie gesagt, ja, eine Erlebnisqualität, die sich aneinanderreiht von Momenten in der Herzensqualität. Und das Herz ist so intelligent, ja, dass es uns ja zusammenführt zu Dingen, die wir vorher gar nicht wissen können. Und der Traum, der sich für mich verwirklicht hat, ja, das ist ein toller E-Gitarrenverstärker mit einem Sound, der wirklich mit mir in Resonanz geht. Das heißt, mit dem ich mich richtig wohlfühle. Und da habe ich jetzt gar nicht mehr gerechnet, dass ich überhaupt in meinem Leben nochmal mir einen Gitarrenverstärker kaufe. Und das wurde jetzt vor allen Dingen ausgelöst durch diesen Künstler, der dann damit verbunden ist, mit diesem Lied und in dessen Band ich Gitarre spiele. Und damit habe ich auch nicht gerechnet, ja, dass ich nochmal neben meiner eigenen Musik nochmal mit der Gitarre so richtig in die Saiten hauen darf und in einer Band spiele als Gitarrist. Und an diesem Punkt möchte ich direkt was zur Resonanz erzählen. Und da erzähle ich dann eine kleine Geschichte dazu. Ja, ich habe immer so früher so, ich sag mal in Anführungsstrichen, bescheidene Autos gefahren und habe mir meistens sowas Kombi-artiges gekauft. Das war praktisch und ja, vor allen Dingen praktisch und nützlich und das ist ja auch okay, aber es hat mein Herz nicht erfüllt. Und ja, wo ich dann mehr und mehr mit meinem Herzen in Verbindung kam und das gespürt habe, dann habe ich plötzlich gemerkt, also da gab es ein ganz tolles Angebot, ich brauchte ein neues Auto und hatte mir so ein gebrauchtes ausgesucht, das war glaube ich nur 2-3 Jahre alt, ich weiß es gar nicht mehr genau, Scheckheft gepflegt und es war so ein Top-Angebot, das war top in Ordnung wirklich und ein super Bombenpreis und ich bin Probe gefahren und da war nichts dran zu mäkeln, das war super top in Ordnung. Aber ich habe zu diesem Punkt gespürt, da geht was nicht in Resonanz. Da geht etwas nicht in Resonanz mit meinem Herzen. Ich habe keine Freude an dem Auto. Und das habe ich total vergessen. Und da wurde mir das bewusst. Und dann habe ich gesagt, nein, das Auto ist es nicht. Auch wenn es jetzt ja, günstig ist und ja, zweckdienlich ist. Aber es hat mein Herz nicht erfreut. Und das Leben wollte mir was anderes schenken. Und deshalb habe ich da auf mein Herz gehört und dieses Auto nicht gekauft. Und dann hat es sich ergeben, dass ich damals mit meiner damaligen Frau, ja, wir haben uns einfach Autos angeschaut und da standen wir dann, irgendwie guckten da an und ich sage noch zu meiner Frau, ich gucke da durchs Fenster rein in das Auto, das bei dem Händler stand und sage, ja schau mal, da könnte man sogar hinten drin schlafen, das ist ja cool. Und plötzlich spricht mich eine Stimme ja, von hinten an, ja da gibt es auch eine Camper-Ausstattung für den Wagen. Und das war der Händler und der hat mir das gesagt, ja, mit der Camper-Ausstattung und ja, und den Rest erzähle ich gar nicht. Jetzt könnt ihr es sehen, das Auto ist hier. Ich habe mir die Camper-Ausstattung selber reingebaut, ja, mit allem drum und dran, mit Solarzellen, mit Bett drin und mit Kühlschrank drin, mit einer Standheizung. Ja, heute Nacht war es eiskalt, auch wenn es jetzt so sonnig ist, aber heute Nacht war es eiskalt. Ich habe die Standheizung angemacht. Es ist super cool. Ich bin mit Strom versorgt hier durch diese Solarzellen. Ich liebe das Auto. Ich habe da eine Zeit drin gewohnt. Andere Geschichte erzähle ich euch auch nochmal. Und ja, und ich habe jeden Tag Freude an diesem Auto. Ich freue mich jeden Tag. Ich liebe das Auto. Und ähnlich wie bei dem Auto hatte ich mir damals als junger Erwachsener eine Gitarre gekauft. Und es war eine tolle Gitarre. Und die Musiker unter euch kennen das vielleicht. Eine Fender Stratocaster, eine echte aus den USA. Ja, die war relativ günstig damals, aber ich kann euch sagen, sie hat mir nie gefallen. Und da gab es eine andere Stratocaster, die hat mir super gefallen. Aber das Problem war, die war, ich glaube, 400 Mark damals teurer. Und mein Kopf hat gesagt, ja, das ist genau dieselbe Gitarre. Die war halt anders lackiert, die sah anders aus. Ich weiß nicht, ob es da noch mehr Unterschied, aber auf jeden Fall die andere hat mir super gefallen von der Lackierung. Und dann hat mir mein Verstand gesagt,
Ist doch egal mit der Lackierung, die ist halt günstiger. Kauf die, das ist vernünftig. Und das habe ich dann damals gemacht und ich sag's euch, ich habe nie Freude an der Gitarre gehabt. Ich habe die jahrelang gespielt und sie hat mir nie Spaß gemacht. Sie hat mir nie wirklich Spaß gemacht. Und dann habe ich, das war so eine richtige Erfahrung in meinem Leben, dass ich, ja, was das bewirken kann, ja, wenn man nicht die Dinge kauft, die man liebt, die man wirklich liebt, die einem am Herzen liegen. Und wo man spürt, das geht in Resonanz an mit einem. Und mit den Dingen, die mit einem in Resonanz gehen, ja, da spüre ich das, da habe ich richtig Freude dran. Anderes Beispiel, ich habe mir einen Füller gekauft damals. Da war genau dasselbe mit der Farbe. Ich wollte einen richtig schönen, guten Füller haben. Dann habe ich mir so einen Markenfüller, hatte ich mir angeschaut damals. Und da gab es den einen, der kostete, glaube ich, 59 Euro. Und genau dasselbe Modell, bloß in einer anderen Farbe, kostete 30 Euro mehr. Und da war genau wieder dasselbe. Und diese günstigere Farbe, die gefiel mir nicht. Und was habe ich gemacht? Wieder aus der Vernunft heraus habe ich das günstigere Modell genommen. Und ich sag's euch, ich habe jeden Tag damit geschrieben und ich habe mich über die Farbe geärgert, weil die mir nicht gefallen hat. Und da habe ich ja, mein Gott, ja. Und dann, da war was so ein richtiges Erlebnis für mich mit der Farbe. Ja, so ein Füller, den habe ich jeden Tag in der Hand. Und was ist das für ein großer Unterschied, wenn ich jeden Tag sage, wow, ich habe Freude daran. Oder ich sage jeden Tag, ja, ist halt ein Füller und tut's halt. Ist halt vernünftige Entscheidung. Totaler Energieunterschied. Und an den Dingen, wo ich Freude habe, ja, boah, wie das Auto hier, ja, und das Teil hier, das werdet ihr gleich hören. Ja, das ist der Hammer. Und ihr werdet gleich noch meine andere Gitarre, die ich mir irgendwann, ja, dann neu gekauft habe, auch hören. Ja, auch eine Gitarre, wo ich richtig Spaß dran habe. Und das war für mich so eine Lehre in meinem Leben, mich mit diesen Dingen umgeben, die mein Herz erfreuen. Vor allen Dingen Musikinstrumente und auch die Dinge im Leben, dass das im Gleichklang mit einem ist. Weil nur so kann man ja wirklich eine harmonische Melodie spielen mit den Dingen im Leben. Und jetzt freue ich mich total darauf, euch dieses Ding hier zu zeigen. Ja, dann hören wir doch mal. Wow! Ja, echt Crunch-Sound. Aber ich will jetzt hier nicht so, ich bin ja mitten in der Natur, ich will jetzt hier nicht so aufdrehen, das mache ich dann andermal. Was ich damit für einen Spaß habe, mit diesem Verstärker und wie der sich dann anhört in der Band, von der ich euch erzählt habe, das erfahrt ihr in der nächsten Episode, denn dann geht's weiter. Ja, da werde ich euch diesen Künstler zeigen und die Band, in der ich spiele, für alle die, die es jetzt noch nicht wissen. Also, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und vielleicht inspiriert und motiviert, ja, auch mehr auf euer Herz zu hören. Ja, welche Dinge gehen wirklich in Resonanz mit euch? Was passt zu euch? Was passt eurem Herzen? Ja, das gilt für alle Lebenslagen, ja, für in welchem Umfeld bewegt man sich überall? Ja, wo fühlt das Herz sich wohl? Und immer mehr integriere ich das in mein Leben und merke, das Leben wird damit immer reichhaltiger und erfüllter. Wenn man nämlich jeden Moment mit seinem Herzen verbunden ist und weiß, was einem wirklich von Herzen gut tut. Vielen Dank für euer Interesse, vielen Dank fürs Zuschauen und ich freue mich, wenn ihr dabei bleibt. Das nächste Mal wird es richtig spannend, denn dann wird diese magische Band enthüllt, in der ich Gitarre spiele. Also, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, euer Kuno.